Ja, hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Und ich mache heute mal wieder eine Testbordrunde, weil ich habe mir wieder mal was überlegt. Nämlich, wie gut sind die Bots eigentlich wirklich in der Wahrnehmung vom Killer? Das heißt, ich spiele mit Myers mit einem zerkratzten Spiegel und Schmuckkästchen, damit ich schneller laufen kann. Zerkratzter Spiegel macht, das heißt, dass ich durch Wände die Survivor sehe. Und mein Ziel ist es, Survivor nur wegzuziehen. Also von Haken, Totems, Generatoren, was gibt's noch? Fenstersprünge würde ich jetzt mal noch akzeptieren. Also nur wegziehen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Weil im normalen Spiel war es mir, manchmal kann man ja sich als Killer um die Ecke kommen, vor allem mit Michael in Phase 1, wo er keinen Terrorradius hat. Und ein Survivor überraschen, weil die ja nicht immer gleichzeitig in alle Richtungen gucken und jemanden wegziehen. Aber wie gut können das eigentlich Bots? Ist es so, dass die sofort aufspringen, sobald ich um die Ecke komme und rennen immer sofort weg? Oder gibt da auch manchmal noch die Chance, dass ich einen wegziehen kann, weil sie es nicht sofort mitkriegen? Weil sie eigentlich auch keinen Terrorradius haben, aber ein Bot ist ja PC, der weiß das ja eigentlich so automatisch. Also wie gut sind die Bots da in der Hinsicht programmiert? Als Perks habe ich noch mitgenommen tödliche Verfolger, dass ich gleich am Anfang pausiere. Und auch gleich noch als Test, ob die 2 Sekunden, die ja ich länger Auren sehe, ob das auch funktioniert mit dem zerkratzten Spiegel, weil das verlängert ja eigentlich nur die Zeit, die ich Auren sehen kann, um 2 Sekunden. Und zerkratzte Spiegel macht ja, solange ich gedrückt halte, sehe ich das. Wenn ich es loslasse, ist es sofort wieder weg. Also es hat ja keine feste Zeit. Es ist dann trotzdem so, dass wenn ich loslasse, 2 Sekunden noch nachwirkt. Werden wir testen. Uneinigkeit, damit ich immer gleich Survivor finde. Wenn sie irgendwo zusammenarbeiten, weiß ich, ah, da ist ein Generator, sitzt da dran, da kann ich hin und versuchen wegzuziehen. Barbecue, falls ich jemanden aufhänge, das gleiche, dass ich sehe, wohin ich muss. Und Spiel mit deinem Essen, damit ich vielleicht ein bisschen schneller laufen kann, wenn die Obsession halt ein paar Mal meiner Jagd entkommt, weil auf Michael mit Strafe 1 ist man ja ziemlich langsam. Und manchmal braucht man schon ein bisschen Geschwindigkeit, wenn man um die Ecke kommt und trotzdem noch 3 Meter zum Gen laufen muss, um den Survivor wegzuziehen. Wie gesagt, die 4 Survivor habe ich jetzt einfach irgendwelche Random Perks gegeben, da habe ich einfach allen 4 wild drumherum geklickt, in den Kästchen irgendwas gegeben, weil die haben jetzt keine speziellen Builds. Aber es geht ja eher darum, wie gut kann ich wegziehen und wie aufmerksam sind die Survivor. Gut, das werden wir jetzt mal testen. Und da sind wir auch schon auf dem Spiel. Die Map habe ich diesmal selbst ausgewählt, weil ich dachte mir, das Spiel ist wahrscheinlich die Map, wo man am günstigen oder am besten sich anschleichen kann, dann um die Ecke kommen und zack, wegziehen. Wo ich habe nur überlegt, ob es... Die sind einfach alle so runterfallen wie die Lemminge. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht doch Larrys nehme. Oh, da ist schon näher, die habe ich vielleicht gesehen, aber egal. Das ist ja gemein. Die rennt sofort weg. Ah, da hinten. Da knuspert jemand an einem Totem. Na toll, hat's fertig gesegnet. Gut, das latsche ich auch mal aus. Weil das geht ja hier so nicht. Gut, da ist die Nia. Was ist denn das hier? Weg damit. Wo ist die Nuni? Ah, da oben ist jemand. Na gut, oben ist natürlich jetzt richtig kacke. Weil die Gens oben, da kann man sich nicht wirklich ranschleichen. Wenn ich hier hochkomme, sieht man mich ja sofort. Ich probier's trotzdem mal. Ja! Ja! Obwohl das am Anfang da unten sehr, sehr verräterisch war, dass die alle weggerannt sind. Obwohl sie ja gar nicht wussten, dass ich da bin. Noch ein Opfer. Die laufen direkt los. Die haben ja keine, ihr seht es ja rechts, ich habe ja unentdeckbar. Ich darf ihn nicht schlagen, ich will nur wegziehen. Oh, das war meine Obsessionheit. Ha, die muss ich noch ein bisschen auf. Wer war denn das? Jonah. Wo ist Jonah? Da ist Jonah. Entkommen. Okay, das hat er jetzt so dann noch nicht... Oh, da kann ich schlecht wegziehen.
Ah, verdammt! Warum spinnst du? Na gut, die... Oh, das ist aber Jordan, den kann ich noch bitte Jagd kommen lassen. Wenn ich jetzt, weil ich hier aus Versehen den Zähler verloren habe. Den einen John haben wir jetzt durch. So, wir können es mal probieren. Die lassen sofort los, sobald ich in die Nähe komme. Also das hier normalerweise nicht so abhauen, aber irgendwie, weil ich halt dieses... durch die Wand schauen drin habe. Wo ist denn Jonah? Da unten. So, da weiß ich jetzt, wo der ist. Ich versuche mich mal einfach so anzuschleichen, ohne zu stalken. Sorry, Jonah. Aber er hat vorher losgelassen. Gut, wieder ein Zähler. Da würde ich mal sagen, dass die das Zelt jetzt wegziehen. Eigentlich vom Haken wegziehen zählt ja auch. Da arbeitet immer. Der hat schon direkt geblendet, wo ich gerade aus die Ecke komme. Ich habe irgendwie das Gefühl mit dem, mit meinem Versuch hier. Mann, das war ich so. Wenn ich versuche, sehen sie mich besser als ohne, dass ich so spiele auf Stealth. Wird das nicht als Jagd gezählt jetzt gerade bei Jonah hier? Richtig hat sich kommt auf die Ecke und er hat direkt angefangen zu blenden. Nee. Die läuft. Ah, da hinten sitzen am Gen. Ist der Gen, oder? Mal gucken, ob es klappt. Ja! Sehr schön. Hier ist doch der Keller, hä? Bring dich mal in den Keller. Diesmal habe ich nicht gestalkt, es hat irgendwie besser funktioniert. Ich habe wirklich fast das Gefühl, dass wenn ich die sehe, durch mein. Das ist Addernetz natürlich. Dass sie dann irgendwie aufmerksamer sind, oder? Alter! Na, verdammt. Habe ich den... Ich glaube, ich habe den ja nicht getreten. Verdammt! Wieder ein Zähler verloren. Aber da sind zwei ja, mindestens am Gen. Da kann ich mal probieren. Aber ich glaube, hier kann man nicht schlecht anschleichen, ne? Haha! So, den mache ich mal hier kaputt. Die Wand muss ich auch mal hier kaputt machen. Da kann ich eigentlich gut durchschleichen. Blöd ist halt, man kann einem vom, Der hat es gar nicht mitbekommen, dass ich da stand. Okay. Gut, das hören sie jetzt und ran. Nein, sie waren nicht weg. Jetzt könnte ich hier durch diese Tür. Die haben aufgehört zu arbeiten. Bleib mal hier stehen. Vielleicht setzt sie sich gleich dran. Sie wissen ja eigentlich nicht, dass ich da bin. Setzt sich an. Halt weg. Hat sie ihm Bescheid gesagt? Ach. Verdammt. Eigentlich müsste die Tür hier offen sein, damit ich... hallo? Zwei. Der ist ja dann an einer blöden Stelle, ne? Ja, ja, ja. So. Boom.
merken, wie er es übertrug, wenn sie noch... Sag mal. Weg! Du auch. Hier ist nämlich die Tür offen. Oh, die sind zu zweit dran. Da ist Michaela weg. Nein! Aber er ist einfach... Entweder war er mutig oder sehr blöd. Eins von beiden. Klick, 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 klick. Ist der toxische Survivor hier. Gut, hochgeheilt wird sie ja auch nicht. Bleib mal kurz hier stehen und guck mich mal ein bisschen um. Moment, der ist im Schrank verschwunden. Also auf den Schrank rausziehen, zählt als ziehen. Tut mir leid. Und ich lasse ich mal hier. Zack. Werden wir schon den mitnehmen, ne? Das ist der Jonah hin, glaube ich, bis jetzt einmal. Keiner weiß ich gar nicht. Sind die beide da? Ne, ist alleine. Der rennt wieder direkt weg. Ja, auch direkt gemerkt. Na ja, gut, das war jetzt aber sehr offensichtlich, dass ich hier ankomme. Okay, ich versuche es mal bei dem, wenn Jonah da dran sitzt, mal von oben runter zu springen und zu fangen, wenn er jetzt nicht wieder sofort abhaut. Okay, er sitzt an einer guten Stelle. Jetzt hier. Ah, die Michaela kam direkt da. Sag mal. Nein, ich habe ihn nicht gesehen, dass er am Gen saß. Hingen die schon immer hier? Also, dass hier so Schweine und so Hälften hingen, das wusste ich aber. Okay. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Bots es vorher wissen, wenn ich ankomme. Auch wenn ich unentdeckbar bin. Einfach so, weil sie Bots sind. Aber manchmal kickt dann halt irgendwie so ein Algorithmus rein, dass der Survivor es nicht mitbekommt. Und dann, ich hab mich gewundert, wo ist denn der hin? Da ist unten im Keller gelaufen. Oh geil, wie der Bot einfach im Keller läuft, sich da hinhockt und sagt so, ich bin nicht da. Ach nee, der hat eine Kiste geplündert. Ach so. Okay, das Kiste plündern ist akzeptabel. Vielleicht kann ich doch nochmal hier den Sneaker-Angriff von oben machen. Wenn ich nur mal wüsste, wo die jetzt gerade sind. Die haben mich ausgetrickst. Meine Chance. Nein. Es hat nicht gezählt. Er hat den nicht losgelassen. Da musste ich nicht mal meine Vision aktivieren. Also es ist ja die Sicht da, aber das war ja so offensichtlich. Und okay, lastet. Don't give a Heilung. Ach, das ist der Gen. Weggezogen. Komm her. Okay, ich kann natürlich jetzt noch als Jonah versuchen, dass ich die Luke zumache. Tot. Stehst du hier direkt? Und dann ihn vielleicht vom Tor wegziehen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch habe. Weil ich denke mal nicht, dass er jetzt noch Gens machen wird. Vor allem, weil sie ja alle gesperrt sind. Da ist er. Okay, er geht zum Tor. Wir schleichen uns ran und versuchen, einen wegzuziehen. Ah!
Yay! Moment, ich kann nicht da auch. Komm her! Gut, da hätten wir diese Runde auch beendet. Fazit: Die Survivor rennen auch, obwohl ich keinen Herzschlag habe, sie mich nicht gesehen haben, ich keinen direkten Sichtkontakt habe und auch kein anderes Survivor mich vorher gesehen habe, wo man sagen könnte, sie haben eine simulierte Absprache. Rennen sie trotzdem teilweise einfach direkt weg, sobald ich komme. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht auch daran gelegen hat, dass ich es gesehen habe. Es ist natürlich jetzt totales Paradoxon, wenn ich es halt nicht sehe, kann ich es nicht nachvollziehen, ob sie wegrennen. Und wenn ich es sehe, dann rennen sie halt weg. Also liegt das jetzt daran oder nicht? Vielleicht rennen sie auch so einfach weg, wenn ich komme, auch ohne Herzschlag, wenn ich jetzt dieses Addon nicht dabei hätte. Einfach nur, wenn ich unentdeckbar wäre. Aber manchmal auch wiederum laufen sie überhaupt nicht weg, obwohl ich so richtig offensichtlich 5 Meter auf sie zulaufe. Okay, so, wahrscheinlich, da ist man vielleicht wirklich so versucht, es zu simulieren, dass Survivor manchmal auch in eine andere Richtung gucken. Aber obwohl, dass sie einfach manchmal einfach automatisch wegrennen, das ist ein bisschen, da würde ich sagen, Bot-Vorteil, dass der das einfach weiß, dass ich komme, obwohl er es nicht wissen kann. Ein normaler Spieler kann auch nicht wissen, dass. Vor allem ganz am Anfang der Runde, wenn ich hier mit, ich glaube, hat er irgendwie noch einen Perk, der aufdeckt? Aber Myers wird ja nicht aufgedeckt. Kalter Rückenschauer. Aber das hatte nur Nia. Kalter Rückenschauer hatte nur Nia. Und ich weiß gar nicht, ob das. Gut, da weiß ich nicht mehr, wie das jetzt noch ist bei Myers. Ob es jetzt. Das wurde ja so oft immer überarbeitet, ob das jetzt noch triggert bei Myers, wenn er in Phase 1 ist oder nicht. Weil. Ich glaube, das ist jetzt nur noch ein Herzschlag gekümpelt. Egal. Gut, könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie euch diese zweite jetzt Bot-Testrunde gefallen hat, aber auch so gerechnet habt, dass die Bots manchmal einfach allwissend sind und eher wegrennen. Aber es war auch sehr amüsant zu sehen, was die manchmal einfach so machen, wenn sie einfach wie Karnickel oder aufgestreckte Ameisen über die Map laufen und nicht wissen, was sie tun sollen, wo dann ein Algorithmus nach dem nächsten reinkickt. So, ich gehe jetzt heilen. Okay, nein, ich gehe jetzt doch zum Generator. Nein, ich mache jetzt erstmal Totem. Und dann wird nur hin und her gelaufen. Gut, ich danke wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde. Achso, falls ihr selber noch Kommentare habt, falls ihr selber noch Ideen habt, könnt ihr die in die Kommentare schreiben, falls ich nochmal irgendwas testen sollen diesen Bot-Runden, dass man nochmal sehen wollt, wie Bots auf irgendwas Spezielles, auf eine spezielle Kombination reagieren oder allgemein irgendwas. Ich habe auch nochmal überlegt, ob ich vielleicht mal noch was mache, einen Test, dass ich, ob man in einer Bot-Runde dieses Pimento zum Laufen kriegt, dass man halt nur Totems reinnimmt und dann die Survivor zwingt, Totems zu machen. Oder vielleicht auch mit diesem Perk, wo die Totems zerstört werden, wenn es gesegnet ist, dass ich ihnen ganzen Segen gebe und dann darauf versuche, Pimento auf 5 Stacks hochzubekommen, ob das in einer Bot-Runde möglich ist. Wie gesagt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, ob euch das interessiert, ob ihr das auch sehen wollt. Ja, weil Bot-Runden sind ja immer so ein bisschen nicht so ernst wie gegen richtige Runden. Die macht ihr ja, aber die habt ihr ja trotzdem, die kriegt ihr natürlich Felix. Aber ich fand das irgendwie auch ganz lustig, so zu schauen, dass die. Wie das so halt mit den Bots funktioniert und wie gut die sind, programmiert sind und so weiter. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Ciao, ciao.